An dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar hilfreiche Grundkonzepte bzw. Grundbegriffe aus der Wissenschaftsphilosophie im Kontext von Modellen vermitteln, die für die nächste Debatte über Modelle hilfreich sind. Ja? Und wenn wir dann im Laufe der Veranstaltung unterschiedliche makroökonomische Modelle diskutieren, dann werden diese Diskussionen wahrscheinlich davon profitieren, wenn wir uns die Begriffe, die wir jetzt einführen, zunutze machen und darauf rekurrieren, weil man damit wichtige Aspekte einfach genauer ausdrücken kann und auf bestimmte Punkte nochmal besonders gestoßen wird. Ich habe schon angesprochen, dass ökonomische Modelle in der Regel ein Zielsystem haben. Dieses Zielsystem kann konkret sein, also es kann zum Beispiel ein Modell konkret von der Ökonomie der Bundesrepublik Deutschland geben. Diese Zielsysteme können aber auch abstrakt sein oder nicht konkret. Zum Beispiel, wenn ein Modell allgemein gehalten ist. Ja, es ist jetzt ein allgemeines Modell von einer Ökonomie, wo nicht genau spezifiziert ist, es ist jetzt die Modell in diesem Kontext, zu diesem Zeitpunkt, in diesem Land, etc. Also, wir haben das in der Ökonomik oft mit solchen nicht konkreten Zielsystemen zu tun, in dem eine allgemeine Ökonomie modelliert wird. Modelle stehen in einem bestimmten Verhältnis zu dem Zielsystem. In der Regel ist es ein Verhältnis der Repräsentation. Das bedeutet, dieses Modell repräsentiert das Zielsystem. Repräsentation ist ein besonderes Verhältnis, ist unidirektional. Das heißt, das Modell repräsentiert das Zielsystem, aber nicht das Zielsystem des Modells. Und die Frage, unter welchen Umständen wir sagen können, dass ein Modell ein Zielsystem repräsentiert, das ist eine große Debatte in der Wissenschaftsphilosophie. Da können Sie gerne, wenn es Sie interessiert, in die Further Readings mal reinschauen, beziehungsweise in die Referenzen von dem Artikel, den ich Ihnen da gegeben habe. Für uns reicht es erstmal, dass es eine Beziehung der Repräsentation ist und dass wir die Qualität dieser Repräsentation in der Regel beurteilen wollen. Ja, also ein Modell kann ein Zielsystem gut oder schlecht repräsentieren. Jetzt ein Modell, wo wir sagen würden, das ist eine schlechte Repräsentation. Wir würden nicht sagen, das ist keine Repräsentation, sondern würden im Zweifelsfall sagen, es ist eine schlechte. Das heißt, man kann definitiv auch über die Qualität dieses Repräsentationsverhältnisses diskutieren. Modelle repräsentieren etwas in der Regel nicht aufgrund ihres Seins. Das bedeutet nicht, nur weil sie jetzt ein Modell aufschreiben, ist es automatisch ein Modell von zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland. Modelle werden dadurch Repräsentation von etwas anderem, dass ein Nutzer oder eine Nutzerin sie als Repräsentation verwendet. Das ist ganz wichtig, es war so ein bisschen ein Shift in der Wissenschaftsphilosophie, dass man jetzt sagt, bei der Verwendung von Modellen gibt es eine zentrale subjektive Komponente. Ein Modell ohne eine Nutzerin ist nicht vorstellbar, ja? Sondern das Modell wird immer von jemandem verwendet als Repräsentation von etwas. Und die Person, die ein Modell als Repräsentation von einem Zielsystem verwendet, hat in der Regel bestimmte Vorstellungen davon, wie das funktionieren soll. Und diese Vorstellungen dazu oder diese Ansprüche an das Modell, die dabei formuliert werden, die werden in der Regel unter diesem Oberbegriff Construal zusammengefasst. Ne? Die Construal besteht zum einen aus dem sogenannten Assignment. Das Assignment ist ein Mapping von Elementen aus dem Modell zu Elementen im Zielsystem. Also wir haben zum Beispiel vielleicht eine mathematische Gleichung in unserem Modell, beschreibt einen repräsentativen Haushalt. Ja, das ist dann das im Modell. Und das Assignment quasi formuliert dann, zu welchem Teil des realen Zielsystems diese Gleichung gemappt werden soll. Also was genau im Zielsystem diese Gleichung dann repräsentieren soll. Dieses Assignment ist wichtig, weil wir in der Regel da kein 1-zu-1-Mapping haben. Also wenn wir jetzt ein Modell von der Ökonomie, zum Beispiel von Europa haben, haben wir in der Regel kein Modell mit 1000 Millionen, mit ganz vielen Menschen drin und Banken und Firmen etc., sondern wir haben ein Modell, wenn es ein agentenbasiertes Modell ist, haben wir bestimmte algorithmische Objekte, wenn wir ein mathematisches Modell haben, haben wir bestimmte Gleichungen und diese Gleichungen repräsentieren einen größeren Teil von Dingen in der Wirklichkeit. Ja? Und dieses Mapping, das wird eben explizit gemacht durch das Assignment. Und verbunden mit dem Assignment ist auch der sogenannte Intended Scope. Ja, der Intended Scope sind die Aspekte, die überhaupt von dem Modell dargestellt werden sollen. Häufig ist es so, dass Modelle mal designt wurden, um bestimmte Aspekte in der Realität darzustellen. Und das haben sie auch gut gemacht.
Und dann hat der Nutzer oder die Nutzerin geändert und jemand Neues hat das Modell genommen und auf einen anderen Kontext angewandt, beziehungsweise hat jetzt gesagt, das Modell repräsentiert eigentlich weitere Dinge, für die es ursprünglich gar nicht designt wurde. Und das führt häufig zu Problemen, wenn das Modell nicht für diesen Kontext designt wurde und man jetzt sozusagen jetzt zusätzliche Elemente aus dem Zielsystem nimmt und behauptet, das Modell würde die repräsentieren. Das kann man ja sagen, man bezieht sich dann häufig auf diese sogenannten As-If-Formulierungen. Aber das führt oft dazu, dass das Modell dann nicht mehr richtig zu dem Anspruch, der mit dem Modell verbunden wird, passt. Das ist wichtig, wenn wir uns zum Beispiel Modelle über die Zeit anwenden, wo wir sagen, Modelle, die vielleicht jetzt im 19. Jahrhundert designt wurden, die haben vielleicht keinen gewichtigen Finanzsektor. Das war damals auch in dem Intended Scope von diesen Modellen überhaupt nicht vorhanden. Es gab vielleicht einen Finanzsektor, hat aber keine große Rolle gespielt und deswegen hat er in den Modellen auch, war er da nicht zentral. Das haben die Modellnutzerinnen auch gar nicht intendiert, diesen Finanzmarkt dort einzubauen. Aber wenn man diese Modelle jetzt heute verwendet, wo der Finanzmarkt extrem wichtig ist, dann passt dieser Intended Scope plötzlich nicht mehr zu dem Design von dem Modell. Und häufig geht eine falsche Anwendung von Modellen auf eine Veränderung des Intended Scopes über die Zeit von neuen Nutzerinnen zurück. Eng verbunden mit diesem Prinzip des Assignments bzw. Intended Scopes ist die Unterscheidung zwischen endogenen und exogenen Variablen in einem Modell. Modell hat in der Regel einige endogene Variablen. Das sind Variablen, die im Modell selbst determiniert werden. Das sind Variablen, für die Sie am Anfang einen Startwert festlegen, deren Änderungen aber durch Mechanismen im Modell abgebildet werden. Das heißt, Sie müssen sich jetzt in verschiedenen Zeitschritten nicht hinsetzen und die Variablen selbst ändern, sondern alle Änderungen von diesen Variablen kommen quasi aus dem Modell raus. Exogene Variablen sind Variablen, die exogen geändert werden. Das heißt, wo wir keinen Modellmechanismus haben, dass sie geändert werden, sondern das kommt von außen. Das wird häufig dann verwendet, wenn wir ein Modell von einem Zielsystem verwendet haben und dann Änderungen zum Beispiel in Politikmaßnahmen simulieren wollen. Dann ändern wir in der Regel die Politikmaßnahmen exogen und schauen dann, wie sich die endogenen Variablen im Modell als Reaktion auf die Änderungen in der exogenen Variable verändern. Es ist insbesondere im Kontext von den Wachstumsmodellen ist es sehr illustrativ. Da ist nämlich zum Beispiel Wachstum in der Regel eine endogene Variable, weil wir ja erklären wollen, wie sich Wachstum ergibt aus Änderungen, zum Beispiel in der Kapitalakkumulation oder Kapitalausstattung von einer Ökonomie. Dann können Sie natürlich sagen, ja gut, das ist aber lame, eigentlich sollte Kapitalausstattung auch ein endogenes Element sein, ja, also es sollte sich ergeben aus den Mechanismen, die im Modell eingebaut waren. Wir wollen das endogenisieren. Dann brauchen wir aber eventuell andere exogene Variablen. Auch anderes Beispiel ist Rolle des technologischen Wandels. Lange in neoklassischen Modellen war es so, dass technologischer Wandel exogen war, das heißt Wirtschaftswachstum wurde vor allem durch technologischen Wandel erklärt. Aber wie es zu dem technologischen Wandel kam, wurde in sich nicht erklärt. Und es war dann innerhalb des neoklassischen Paradigmas ein großer Fortschritt zu sagen, man erklärt den technologischen Wandel mit dem Investitionsverhalten von nutzenmaximierenden Firmen. Man endogenisiert also den technologischen Wandel und ist dann somit bei der endogenen Wachstumstheorie angekommen. Und deswegen ist es da immer sehr wichtig zu sehen, was ist eigentlich sozusagen das Ziel der Erklärung, weil daraus ergibt sich dann im Modelldesign, welche Variablen endogen und welche Variablen exogen sind. Ich habe schon angesprochen, dass Modelle unterschiedliche repräsentative Kapazitäten haben, das heißt von dem Design ihres, von einem Modell, wie viele Variablen das hat, aus welcher Struktur es gebaut wird, ergibt sich in der Regel, was wir mit diesem Modell alles darstellen können. Und das können wir noch genauer spezifizieren. Wir können zum einen von der dynamischen Suffizienz eines Modells reden. Das beschreibt die Fähigkeit eines Modells, bestimmte empirische Patterns zu erklären reproduzieren, zum Beispiel das Auftreten von Finanzmarktzyklen, ja, oder von Konjunkturzyklen. Ja, das ist jetzt wäre jetzt Fähigkeit von einem Modell, bestimmten Pattern, also dieses Auf und Ab der Wirtschaft zu reproduzieren. Das wäre etwas, was wir unter dem Begriff der dynamischen Suffizienz fassen würden. Würde nicht notwendiger bedeuten, dass das Modell tatsächlich die kausalen Mechanismen, die dem zugrunde auch repräsentieren würde, sondern nur sozusagen das Endergebnis. Die Mechanismen, da sprechen wir über die mechanistische Adäquanz, nämlich die Möglichkeit, bestimmte Mechanismen abzubilden. Es geht nicht einher, weil Sie sich natürlich vorstellen können, dass Sie durchaus ein Pattern repräsentieren können, ohne die tatsächlich zugrunde liegenden Mechanismen darzustellen.
Gerade im wissenschaftlichen Realismus ist aber gerade die Darstellung von Mechanismen in der Regel besonders wichtig. Das heißt, etwas, was man von Modellen eigentlich haben möchte. Aber auch hier sehen Sie wieder, die Modelle können unterschiedlich genutzt werden. Ja, und man muss halt klar formulieren, was man von ihnen will. Und da hilft diese Unterscheidung zwischen Mechanismen und Patterns in der Regel ungemein. In beiden dieser Fälle haben die Nutzerinnen in der Regel auch entsprechend unterschiedliche Erfolgskriterien. Und es ist, wenn sie ein Modell beurteilen, dann ist es immer wichtig, dass Sie als Nutzerin die Erfolgskriterien explizit machen. Sie müssen ganz genau sagen, was wollen Sie von dem Modell? Wollen Sie, dass die Mechanismen explizit werden? Wollen Sie, dass ein bestimmtes Pattern reproduziert wird? Allgemeine Aussagen wie, das Modell ist unrealistisch oder das Modell schafft dies nicht oder jenes nicht, ist in der Regel wenig hilfreich. Man muss das sehr explizit sein mit den Erfolgskriterien, die man tatsächlich an ein Modell formuliert. Damit verbunden möchte ich noch kurz eine Hierarchie von bestimmten Erklärungen einführen. Wir unterscheiden in der Regel zwischen vollständigen Erklärungen, die werden auch sogenannte How-Actual-Erklärungen genannt. Das ist die vollständige Darstellung einer Kausalkette und den Mechanismen, die ein bestimmtes Phänomen oder Event hervorgerufen haben. Also wo ganz klar gesagt wird, zum Beispiel die Finanzkrise 2007 ist aufgrund von den und den Events und den kausalen Mechanismen passiert. Diese How-Actual-Erklärungen sind in Sozialwissenschaften sehr, sehr schwierig. Häufiger sind partielle Erklärungen, wo wir sagen, ein Ereignis ist aufgetreten, wir können auch die Mechanismen und die Prozesse darstellen, aber halt eben nur die wichtigsten, ne? Nicht alle. Das ist alle Mechanismen im sozialen System eigentlich fast nie vollständig abzählbar. In der Regel beschränken wir uns daraus zu sagen, das und das waren die zentralen und wichtigsten Mechanismen. Da können Sie sich natürlich vorstellen, dass manche, also unterschiedliche Personen da unterschiedliche Vorstellungen haben und das natürlich eine schwierige Debatte ist. Und so die Frage, ob wir jetzt tatsächlich hier eine partielle Erklärung vorliegen haben oder nicht, weil die zentralen Mechanismen abgebildet wurden, das ist häufig eine Kontroverse. Und daraus ergibt sich dann nämlich auch die Unterscheidung zwischen partiellen Erklärungen und potenziellen Erklärungen, How Possibly Erklärungen. How Possibly Erklärungen explizieren einfach Mechanismen und Ereignisse, die ein Phänomen im Prinzip erklären können. Viele sehr stilisierte, sehr einfache Modelle in der Ökonomik sind eigentlich How Possible oder How Possibly Erklärungen, die zeigen im Prinzip, wie etwas passiert sein könnte, ohne zu sagen, dass das allgemein so der Fall ist. Gerade abstrakte Modelle, die gar kein konkretes Zielsystem haben, sind oft so How Possibly Erklärungen oder sogenannte Causal Mechanism Schemes, kleine Puzzlestücke, die dann vielleicht in einem größeren Modell eingebaut werden, wo sie dann tatsächlich zu einer partiellen Erklärung beitragen, aber wo sie für sich genommen quasi zu abstrakt oder zu einfach sind, um wirklich einen konkreten Fall erklären zu können. Welche Erklärung durch ein Modell versucht wird, wird in der Regel auch über den Konstruktor der Nutzerin dargestellt und Sie können sich vorstellen, dass halt gerade viele einfache mathematische Modelle, die haben nicht den Anspruch, hier eine vollständige oder partielle Erklärung zu liefern, sondern nur potenzielle Erklärungen oder vielleicht auch nur Teile zu potenziellen Erklärungen. Wenn Sie diese Modelle diskutieren wollen, dann brauchen Sie nicht sagen, okay, das Modell ist Mist, weil es zu abstrakt ist, sondern es ist viel zentraler die Frage, wofür wird dieses Modell verwendet oder wird dieses Modell nicht eigentlich auf ein falsches Ziel verwendet, um ein falsches Zielsystem zu repräsentieren, oder wird das Modell vielleicht auch einfach zweckentfremdet? Da muss man aufpassen, dass man seine Kritik auch wirklich präzise und damit auch überzeugend formuliert.